Hallo bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Heute nochmal mit dem wunderschönen Audi 80 Typ B3. Aufgrund einiger Anfragen von Interessenten, die noch ein paar Details wissen wollten, haben wir uns gedacht, nochmal ein kleineres Video zu machen von diesem schönen Audi 80. Wir hatten ja schon die Kaufberatung durchgeführt, stellvertretend für die Modell B3-Gruppe. Mit diesem gegenständlichen Fahrzeug hier, also nochmal der Audi 80 2,0e mit dem Motor Kennbuchstaben 3A, heißt stramme 82 Kilowatt, / 112 PS, verspricht auf das Leergewicht von 1080 Kilo ganz imposante Fahrleistungen, was auch so ist in der Realität. Subjektives Fahrempfinden ist sehr, sehr positiv, das Auto hängt sehr gut am Gas, sehr spontan am Gas. Und ich bin selbst als eingefleischter 5-Zylinder-Fan von diesem Motor recht begeistert. Dieser Audi 80, wie gesagt, hat originale 54.000 Kilometer, ist eine Special Edition. Hört sich erstmal großartig an, ist aber jetzt von den Extras her betrachtet nicht so der Burner. Das heißt, Special Edition, dazu gehörten Nebelscheinwerfer und zum Beispiel auch die optionale bestellbare Polierung hier unten, Profilex, die konnte man so ab Werk bestellen. Dazu gesellte sich ein Schiebedach manuell. Übrigens der Dachhimmel hier präsentiert sich auch im sehr, sehr guten Zustand, nichts hängt. Pro Conten war hier zum Beispiel auch eine Sache, die zu dieser Special Edition gehörte. Ansonsten war das aufpreispflichtig vor der Airbag-Generation die Sicherheitseinrichtung von Audi, so dass ich bei einem Unfall das Lenkrad vom Fahrer wegzieht. Hier kurz nochmal zum Innenraum. Wir haben hier eine Stoffausstattung. Die Sitze sind im Top-Zustand, heißt wirklich straff und noch wie neu. Auch die Türpappen präsentieren sich hier in einem jungfräulichen Zustand. Nichts wälzt sich auf, wie sonst üblich, dass sich der Kleber löst. Auch hier das Lenkrad, das Originale, zeigt seine schöne Narbung noch. Fahrzeug hat, wie gesagt, jetzt 54.900 Kilometer knapp drauf. Ich fahre natürlich mit dem Auto momentan auch noch, momentan seit ca. 1000 Kilometer und kann mir deshalb auch erlauben, mir ein Urteil zu erlauben. Vom Verbrauch her liege ich bei 7 bis 8 Litern bei zügiger Fahrweise. Das Fahrzeug muss oder ist eingefahren worden von mir, da ich davon ausgegangen bin, dass bei einem 90-jährigen Vorhalter der Wagen doch recht geschont wurde, so dass ich hier die ersten 500 Kilometer den Motor nicht über 4000 Umdrehungen gedreht habe. Aber man merkt, dass der immer drehfreudiger wird. Im hinteren Bereich auch das gleiche Spiel. Teppich glänzt noch hochflorig, dieser Velour. Nichts ist beschädigt, auch hier an den Türpappen hinten. Auch an den Türpappen hier links hinten alles perfekt. Karosserieseitig haben wir hier eine Stelle, eine Macke entdeckt und ansonsten die Stoßstange hinten sollte mal neu justiert werden. Die sitzt nicht so ganz bündig. Ich gehe mal davon aus, dass dies auch ein sogenannter Parkrempler eines Rentners war, beim Zurücksetzen vielleicht, so dass man, wie gesagt, die Stoßstange mal abbauen müsste und nochmal bündig anlegen sollte. Ansonsten präsentiert sich hier der Lack der L90E, also Alpin Weiß, wirklich in einem tollen Zustand. Wir haben hier keinerlei Beschädigung. Auch wenn man den Frontbereich hier mal begutachtet, sieht man, dass wir hier so gut wie gar keinen Steinschlag haben. Auch die Scheinwerfer wirken noch sehr, sehr hell und frisch, so wie sich das gehört für ein Fahrzeug mit erst 54.000 Kilometer. Hier an der Kunststoffleiste hätten wir noch so eine kleine Schramme. Das ist aber eine Sache für Smart Repair, wenn man es perfekt haben möchte. Reifenprofil ist hier bei diesem Audi 80 noch okay. Ungefähr 50-60%. Allerdings die DOT weist darauf hin, dass die Reifen überaltert sind. Sind zwar nicht porös, aber haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Spricht allerdings auch für den niedrigen Kilometerstand, der natürlich auch über die komplette Bordmappe dokumentiert ist. Hier haben wir noch eine kleine Delle, auch eine Sache für Smart Repair. Das war es auch schon.
insgesamt und der Boden, was wir gesehen haben, präsentiert sich auch im rostfreien Zustand. Die Abgasanlage wurde vor kurzem erst komplett erneuert, und zwar abcut. Auch wurden einige Dinge wie die Lambda-Sonde, Zündverteiler und Läufer erneuert. Der Zahnriemen ist bei Kilometerstand 34.000 erneuert worden, aber auch schon ein paar Jahre her. Sieht aber noch gut aus, wir haben mal geschaut. Ansonsten, Servolenkung war Serie beim 2 Liter E, genauso wie die Zentralverriegelung. Dafür haben wir manuelle Fenster und keine E-Fenster. Dafür können sie auch nicht kaputt gehen, genauso wie der manuell einstellbare Außenspiegel. Und wir haben, und das finde ich persönlich sehr toll, ein originales Blaupunkt Köln von 1990. Mittlerweile ein sehr gesuchtes Teil. Hier im Top-Zustand, alles funktioniert. Macht auch einen super Klang. Ist auch damals wohl direkt nach der Auslieferung eingebaut worden vom Erstbesitzer über eine Fachwerkstatt. Also es sind auch die originale Bedienungsanleitung dabei und so weiter. Wir haben hier auch 4 Boxen verbaut. Macht echt einen guten Klang, also habe schon Schlechteres gehört. Zur Dokumentation, wir haben hier die komplette Bordmappe, wie man sieht, mit dem alten Fahrzeugbrief und den neuen. Der erste war dann dieser 90-jährige Mensch und danach seine Cousine, die den Wagen seit 2009 fuhr. Hier ein Serviceplan, der komplett ausgefüllt ist. Wir haben insgesamt 15 Inspektionen. Offiziell, was bei Audi lief, war im Ende 2009 bei Kilometerstand 40.000. Danach ist das Fahrzeug so gut auch nicht mehr wie bewegt worden, weil wir haben jetzt mittlerweile 2014. Das heißt, man sollte natürlich jetzt mal überlegen, ob man einen Ölwechsel macht und die Bremsflüssigkeit wechselt. Hier auch noch sogar der originale Werkstattschlüssel und sowie ein weiterer Fahrzeugschlüssel, also insgesamt 3 an der Zahl. So, das war es insgesamt nochmal zu dem Audi 80 Typ 89, hier mit dem 112 PS 2,0 E Motor mit originalen 54.000 Kilometer. Auch wenn wir hier in die Türräume alles nochmal nachschauen, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Insgesamt ein durchaus sammlungswürdiges Fahrzeug. Ich selber, wie gesagt, freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Audi 80 bewegen darf, weil der fährt sich fast wie ein Go-Kart, selbst mit dem Serienfahrwerk. Allerdings bin ich auch immer den 5-Zylinder gewöhnt gewesen. Deswegen hat mich das insgesamt doch ein bisschen überrascht, was das Mehrgewicht auf der Vorderachse eines 5-Zylinders offenbar ausmacht. Allerdings ist natürlich eins klar, der Klang eines 5-Zylinders ist natürlich über alles erhaben. Da kommt der Vierender hier nicht mit. Aber man hat ja dafür auch ein tolles Radio verbaut und kann dann entsprechend die zeitgemäße Musik hören und sich über diesen tollen weißen Audi 80 Typ B3 freuen. Ich persönlich, wenn ich das Fahrzeug behalten würde, würde einige Optimierungen vornehmen. Zum Beispiel würde ich diese Profilex-Folierungen abnehmen, würde dann zeitgleich hinten den Kunststoffstoßfänger, den unteren Teil in Alpinweiß lackieren lassen, genauso wie vorne. Ich persönlich würde mir den Original-Alu-Heckspoiler hier verbauen und auch in Alpinweiß lackieren lassen. Das gibt dem Auto irgendwie zu der sportlichen Note noch eine gewisse Eleganz, wie ich finde. Alufelgen, entweder Speedline, die natürlich meistens aufgearbeitet werden müssen, aber als kleinen Tipp, es gibt von einer englischen Firma namens Team Dynamics, die einige Felgen im Lochkreis 4x108 anbieten. Das ist immer die Problematik, was Audi Typ 89 und B3 Eigner haben. Man hat echt wenig Auswahl an Felgen, aber Team Dynamics, die machen einige Felgen auch im Speichendesign, was dem Audi sowieso gut steht, und das bis 17 Zoll. Und da würde ich mir zum Beispiel allerdings keine 17 Zoll nehmen, sondern ich würde auf 15 Zoll, wir haben es momentan die 14, würde auf 15 Zoll gehen und das Ganze stimmig machen mit einem Bilstein B4 Klassikfahrwerk, welches dann 10% etwas straffer gegenüber der Serie ist, und eine moderate Tieferlegung vornehmen von etwa 20 mm und ein schönes Audi Sportlenkrad wie gehabt. Dann wäre alles im Lack. Für mich zumindest, aber das kann sich ja der
glückliche neue Besitzer dann auch nochmal überlegen, ob er das in den nächsten 10 Jahren dann auch machen möchte. Ansonsten kann man hier durchaus sagen, ein Auto fürs Leben, wenn man hierher geht und konserviert diesen Wagen nochmal dauerhaft, dann hat man bestimmt viel, viel Freude. Deshalb mache ich jetzt mal hier Schluss. Ich wünsche euch noch eine schöne sonnige Woche und freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und freue mich natürlich auch, wenn ihr immer mal reinschaut. Wir haben immer schöne Audis, besondere Audis oder auch andere Youngtimer. Das hängt davon ab, was bei uns angeliefert wird. Bis dahin, euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Tschüss!